Also gerade jetzt in der aktuellen Situation müssen wir alles dazu tun, die Fliehkräfte in der Europäischen Union wieder einzufangen. Europa darf nicht zerbrechen. Wir müssen die Mitgliedstaaten wieder auf die Grundwerte der damaligen römischen Verträge zurückbringen. Das ist eine Wertegemeinschaft und nicht nur eine Gemeinschaft, wo man sich das Beste herausholen kann und die Lasten anderer zuschieben. Das Zweite sehe ich in der Integrationsaufgabe der Flüchtlinge. Nicht in dem administrativen Problem der Unterbringung, sondern sie müssen mit unserer Werteordnung vertraut gemacht werden. Denn sie sollen und wollen in einer neuen Gesellschaft leben und deren Werte müssen geachtet und respektiert werden. Mittel- und langfristig ist natürlich die Aufgabe der Stiftung nach wie vor Bildung, Bildung, Bildung. Nur mit Bildung können die Menschen befähigt werden, ihr eigenes Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Wir müssen den Gedanken der sozialen Marktwirtschaft weiterhin hochhalten, überall implementieren und dann natürlich die ganzen Fragen von Rechtsstaatlichkeit, von Schutz der Menschenrechte, von Grundrechtsfragen, die vor allen Dingen im Zeitalter der Digitalisierung des Internets von zentraler Bedeutung sein werden. Also die Stiftung, aber auch die liberale Politik hat ja immer darauf gesetzt, die persönliche Freiheit zu schützen und das muss gerade in Zeiten der Digitalisierung natürlich auch in Angriff genommen werden im Sinne des Schutzes des Bürgers vor den großen Systembesitzern, die also die Systeme betreiben. Hier muss sichergestellt werden, dass mit den Daten nur das gemacht werden kann, was der Datengeber auch tatsächlich will.